Frau Mast, die wir in Zukunft hoffentlich auch nicht mehr allzu lange erleben werden, wenn sie dann alle in Handschellen abgeführt werden. Danke. Hallo Pforzheim! Schön, euch alle wieder hier zu sehen. Heute bei so schönem Wetter, wirklich klasse. Also das stimmt bestimmt mit den Good Vibes, Thomas, da hast du sicher recht. Das Framing in Politik und Medien geht auch in Bezug auf die maßnahmenkritischen Demonstrationen fröhlich auf unterstem Niveau weiter. Wenn zum Beispiel Herr Thilo Jung in der Bundespressekonferenz eine Frage zur Rechtsextremisten-Demo in Stuttgart stellt. Hier würde ich gerne die Frage weiterleiten, die mir mein damals 13-jähriger Sohn schon vor einigen Monaten gestellt hatte. Wie kommt jemand auf die Idee, dass Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und für die Wiederherstellung der Grundrechte von Rechtsextremen und Nazis besucht werden? Hier hinein reihen sich nahtlos die Äußerungen der SPD-Fraktionsvizin Katja Mast in einem Artikel in der Pforzheimer Zeitung vom 29.03. betitelt mit »Mast entsetzt über Corona-Demo in Pforzheim. Jeder ist verantwortlich, mit wem er da steht.« Ich möchte mich jetzt einmal bei der Pforzheimer Zeitung bedanken. Sie hat aus meiner Sicht diesmal ganz neutral berichtet und sich nicht den Aussagen von Frau Mast applaudierend angeschlossen. Ich wollte eigentlich keinerlei Energie für eine Reaktion auf Frau Masts Äußerungen aufwenden, konnte diese dann aber doch nicht einfach unkommentiert stehen lassen und habe ihr Folgendes geschrieben. Sehr geehrte Frau Mast, Ihre Stellungnahme in der Pforzheimer Zeitung zur Samstagsdemonstration in Pforzheim wirft bei mir zahlreiche Fragen auf. Erstens, seit nahezu einem Jahr gehe ich regelmäßig auf die samstäglichen Demonstrationen in Pforzheim. Ich habe Sie noch nie dort gesehen. Wie kommen Sie darauf, zu behaupten, dort würde die Sprache des Nationalsozialismus verwendet? Zweitens, was bewegt Sie dazu, entgegen der Aussagen der Polizei öffentlich zu behaupten, die freie Presse würde aufs Übelste beschimpft? Zitat aus dem Artikel, über verbale Entgleisungen oder Beschimpfungen in Richtung der Presse lagen der Polizei jedoch keine Erkenntnisse vor. Drittens, anhand welcher wissenschaftlicher Daten kommen Sie dazu zu behaupten, Zitat, die dritte Welle der Pandemie baue sich bedrohlich auf, man könne längst von einer neuen Pandemie sprechen. Zitat Ende. Die letzte Auswertung des RKI, aus der die einzig interessante Zahl diesbezüglich abzulesen ist, nämlich der Anteil der positiv Getesteten an allen Getesteten, zeigt, dass wir seit KW19 uns immer etwa um 6 bis 9% positiv Getestete an allen Getesteten bewegen. Die Testzahl wurde jedoch in den letzten 2 Wochen wieder massiv erhöht, was außerdem zu einer Zunahme falsch positiver Getesteter führt. Trotz mehrfacher Forderungen meinerseits gibt es für das Land Baden-Württemberg seit einem Jahr keine Informationen zur Zahl der wöchentlich durchgeführten Tests. Es werden nur die Zahlen der positiv getesteten Personen kommuniziert, was aber keinerlei Aussagekraft hat, wenn man sie nicht ins Verhältnis zur Zahl der getesteten Personen setzt. Viertens, wie kommen Sie dazu zu behaupten, die Demonstranten würden bestreiten, dass es eine Corona-Pandemie gäbe? Laut WHO-Definition ist eine Pandemie die Ausbreitung einer Infektionskrankheit über Ländergrenzen hinweg. Dass dies auch bei Corona-Infektionen passiert, bestreitet niemand. Hierbei wird jedoch in keiner Weise die Schwere einer Erkrankung berücksichtigt. Den Menschen, die jeden Samstag in Pforzheim auf die Straße gehen, geht es um ganz andere Dinge. Das Diffamieren und Ignorieren anderer Fakten und Meinungen als den regierungskonformen, das Nicht-Hinterfragen der angeblich alternativlosen Maßnahmen und das geflissentliche Ignorieren ihrer Kollateralschäden, um nur einige zu nennen. Fünftens, Sie behaupten, es handele sich um andere Viren. Sie seien infektiöser, die Krankheitsverläufe sind länger, wer intensivmedizinisch behandelt werden muss, liegt länger im Krankenhaus und es trifft Kinder wesentlich häufiger. Zitat Ende. Woher haben Sie Ihre Informationen? Keine dieser Aussagen ist wissenschaftlich belegbar, zumindest wenn man sich auf das RKI bezieht. So geht zum Beispiel aus der beigefügten Tabelle vom 23. März hervor, dass sich die Zahl der getesteten Kinder seit KW7 etwa verdreifacht hat, der Anteil der positiv getesteten Kinder jedoch zurückgeht, was ihrer Aussage widerspricht.
Das RKI tätigt auch keinerlei Aussage darüber, wie viele der positiv Getesteten überhaupt Covid-19-Symptome entwickeln. Mir erschließt sich nicht, was Sie mit Ihren Ausführungen in der Pforzheimer Zeitung bewirken möchten. Hoffen Sie auf Applaus von Seiten der heuchlerischen Gutmenschen, die jeden Toten, der mit einem positiven Corona-Test verstirbt und dann als Corona-Opfer gilt, auch wenn er an den Folgen eines schweren Unfalls verstorben ist, lautstark betrauern, für die jeder Corona-Tote ein Toter zu viel ist, die aber geflissentlich jeden ignorieren, der aufgrund der Maßnahmen verstorben ist oder noch versterben wird, für die jeder, der nach einer Impfung gegen Corona verstirbt, natürlich ein Opfer seiner Vorerkrankungen geworden ist. Er jedoch als beklagenswertes Corona-Opfer gegolten hätte, wäre er zum gleichen Zeitpunkt ungeimpft mit einem positiven Corona-Test gestorben. Warum schüren Sie Angst mit unbelegten, erschreckenden Aussagen? Haben Sie selbst Angst, an Covid-19 zu erkranken und richten daher Ihren Zorn auf alle, die die Maßnahmen und die damit suggerierte vermeintliche Sicherheit vor dieser Erkrankung in Frage stellen? Haben Sie Interesse daran, die unter Dauerstress stehende Bevölkerung weiter zu spalten und die unterschiedlichen Meinungen noch mehr gegeneinander aufzuhetzen? Aus meiner Sicht gibt es keine einzige ehrenhafte Begründung für Ihr Handeln und es verträgt sich nicht mit verantwortungsvollem, besonnenen politischem Vorgehen. Eine Frage gebe ich gerne an Sie zurück. Wo waren Sie die letzten Monate? Wann haben Sie den PCR-Test öffentlich in Frage gestellt, der nicht zum Nachweis einer Covid-19-Infektion geeignet ist? Wann haben Sie öffentlich darauf bestanden, endlich deutschlandweit die Forderung der WHO zur Testung umzusetzen, nämlich jeden positiv Getesteten ohne Symptome erneut zu testen, den CT-Wert zu berücksichtigen und die Diagnose eines Arztes hinzuzunehmen? Wann haben Sie öffentlich den nichtssagenden Inzidenzwert kritisiert, bei dem mit simpelster Mathematik die Zahlen je nach Bedarf durch die Anzahl der durchgeführten Tests hoch und runter manipuliert werden können? Ich könnte diese Liste mit Fragen seitenweise fortsetzen. Nutzen Sie Ihre sicherlich knapp bemessene Zeit jedoch gerne dafür, sich mit den unten verlinkten Informationen der anderen Seite zu beschäftigen. Alleine die gesammelten Fakten und Zeugenaussagen des Corona-Ausschusses bieten über 160 Stunden hochbrisanten Videomaterials, das Ihre Überzeugungen, wenn Sie es denn zulassen könnten, ins Wanken bringen würden. Ich habe vollstes Verständnis, wenn es Ihnen mehr als unangenehm ist, dass es Menschen gibt, die seit einem Jahr unablässig das Einbinden der anderen Seite und deren Sorgen, wissenschaftlichen Fakten und Meinungen fordern. Die trotz permanenter Diffamierung, Verspottung, Shitstorms, Gefahr des Verlustes des Arbeitsplatzes und sozialer Ächtung nicht aufhören, auf die Straße zu gehen. Die Sie und all die anderen, die es sich in ihrer Corona-Wohlfühlblase des Narrativs einer furchtbaren Pandemie, die alle Maßnahmen rechtfertigt, bequem gemacht haben, weiterhin mit Fakten konfrontieren, die nicht hierzu passen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie sich mit aller Kraft an dieses Narrativ klammern. Mir ist bewusst, dass die Alternative, wir, die andere Seite, könnten möglicherweise recht haben. Und all das, was in den letzten Monaten unter dem Hashtag Wir sind solidarisch, wir schützen Alte und Risikogruppen durchgeführt wurde, war vollkommen sinnlos und umsonst unerträglich ist. Sie haben sich entschieden, den einfachen Weg zu gehen, ohne Gefahr, sich massiven Anfeindungen auszusetzen, mit dem guten Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Der Applaus Ihrer Kolleginnen und Kollegen und der Medien ist Ihnen sicher. Ohne die unendlich mühevolle Arbeit, sich über Monate durch Studien, Videomaterial etc. hindurchzuarbeiten. Ohne die schlaflosen Nächte durch das Beschäftigen mit den unfassbaren Kollateralschäden. Dies müssen Sie jedoch ganz allein mit sich selbst ausmachen. Sie sagen, ich für meinen Teil und mit allen Informationen, die ich habe, kann solche Aussagen mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und beziehen sich damit auf das angebliche Leugnen der Pandemie durch die Demonstranten. Bitte akzeptieren Sie dann ebenso die Tatsache, dass meine Mitdemonstranten und ich mit all den Informationen, die wir haben, es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, nicht für die Aufhebung aller Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Thank you.
Gerne begrüßen wir Sie einmal auf einer unserer samstäglichen Demonstrationen auf dem Pforzheimer Marktplatz, damit Sie sich selbst ein Bild von den Menschen machen können, die dort teilnehmen. Sollte Ihnen dieses jedoch nicht möglich sein, enthalten Sie sich bitte jeglichen Kommentars zu diesen Demonstrationen und Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die besten Wünsche für Sie und freundliche Grüße im Gewehr. Ich glaube nicht, dass Frau Bass da ist, oder? Die traut sich nicht, sind leider zu feige, wie alle hier in diesem deutschen Land.